Rachel de Silva, wie bewerten Sie das heutige Spiel? Ja, da muss ich sagen, dass wir haben uns zwei schnelle Tore geschossen und das war sehr gut. Und danach haben wir ein bisschen Probleme gehabt, dass wir haben die Spiele ein bisschen in Kontrolle verloren und da haben den Gegner von uns selbst alleine stärker gemacht. Dass mal durch unsere Fehler hat den Gegner sich ins Spiel eingefunden und bin ich einfach in die Kabine reingegangen, hat mit den Jungs gesprochen. Dass glücklicherweise habe ich kein Tor gekriegt in erster Halbzeit. Und dann habe ich halt versucht, ein bisschen umzustellen oder ich habe die Mannschaft wieder umgestellt. Und dann haben wir das Spiel auch ein bisschen Zugriffe bekommen. Wie bewerten Sie die ein oder andere Situation, zum Beispiel den Elfmeter? Gerechtfertigt oder nicht? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Die Hände waren ein bisschen vor dem Körper, ist ja klar. Aber was ich mal mit den Jungs da und Kleider gesagt habe, dass er muss uns. Da gingen wir. Es ist egal, ob sie mal aufs Gesicht kommen, auf den Körper kommen, da muss man die Hände weg. Und da ist egal, ob es ein bisschen außerhalb oder nicht, aber da muss die Jungs mal lernen. Wenn sie mal aufs Gesicht kommen, tut nur ein bisschen weh, aber macht noch keinen Tod.